Zadala. Ihr Ding schon? Sonst müsst ihr hinterher fahren. Ja, also Fahrkarten. Fahrkarten habe ich. Okay. Schlüssel bereit. Maxi, bitte. Gell? Pass auf die auf. Ja, ihr auf euch. Passt gut auf den Opa auf. Und dann werden wir heute auf Nacht telefonieren. Genau. Gell? Probieren wir den Videoanruf aus. Okay. Gell? Pirti. Und danke. Pirti, Max. Servus, Pirti. Du gut auf die Oma aufpassen. Ja, und du auf dich. Gell? Bleib brav. Und dann schauen wir mal, dass wir da jetzt gut runterkommen. Genau. So, gut. Also, wird's euch. Die hätten natürlich gern, dass ich immer zu Hause bin. Und irgendwie hatten sich da auch einen anderen Lebensentwurf so vorgestellt. Aber auf der anderen Seite, irgendwann muss jeder mal raus. Und wenn ich jetzt nur hier bleiben würde, dann würde ich stehen bleiben. Und das würden sie sicher auch nicht wollen. Na, jetzt kommt ihr schon. Max Marges hat lange mit der Frage gerungen. Aber jetzt ist klar, der 27-Jährige will Mönch werden. Will das Leben im Kloster ausprobieren. Doch sein Neustart wird eine Prüfung für ihn. Es gibt schon so zweifelnde Momente. Also es so Tage, wo ich mir denke, ganz ehrlich, hat das jetzt gerade wirklich Sinn? Macht das Sinn? Will der liebe Gott das? Und ich denke, komm, lass es. Geh zurück in die Schule, unterrichte, schreib vielleicht deine Doktorarbeit und dann versuchst es halt in 5 Jahren vielleicht nochmal. Solche Tage gibt's. Denn Max ist jetzt auf dem Weg zu einem Ort, der nie sein Ziel war. Corona hat alles durcheinander gebracht. Vier Wochen vorher. Kloster St. Ottilien, 5.30 Uhr. Gut, dann packen wir es eh schon. Wir treffen Max zum ersten Mal. Zeit zum Reden haben wir nicht. Er muss zum Frühgebet. Max hat sich bereit erklärt, dass wir ihn begleiten. Wir wollen verstehen, warum einer wie er heute noch Mönch werden will. Die Völker sollen dir danken, o Gott. Danken sollen dir die Völker alle. Seit 5 Monaten ist Max jetzt hier, gestrandet. Am Telefon hat er uns vorher erzählt, dass er eigentlich ganz woanders anfangen wollte. In einem Kloster in Jerusalem. Ab morgen früh 8 Uhr greift das Einreiseverbot für Reisende. Ausnahmen gibt es nur für diejenigen, die die Möglichkeit haben, sich sofort in Israel in private Heimquarantäne. Insgesamt stehen aktuell bis zu 70.000 Menschen im Land unter Heimquarantäne. Tendenz steigend. Also am Anfang war das echt furchtbar. Also da fällt man in so ein Loch rein, denkt, na klasse, jetzt hat man irgendwo alles geschafft. Man hat sein Studium hinter sich und jetzt kann es endlich loswerden. Das ist ja auch ein langer Prozess. Man tritt ja nicht von heute auf morgen ins Kloster ein, sondern bei mir ist das jetzt ein Prozess von 3 bis 4 Jahren gewesen. Und man fiebert auf diesen Moment hin. Und dann heißt es, geht nicht. Und das ist erstmal eine richtig herbe Enttäuschung. Und ja, da wusste ich dann erstmal auch nicht, wie soll es weitergehen? Macht das im Moment überhaupt Sinn? Max will Benediktiner werden. Aber weil er nicht nach Israel einreisen kann, soll er sein Klosterleben in Bayern beginnen. Eine Zwischenstation. In 4 Wochen will er fliegen. Das Visum ist beantragt. So gern ich St. Ottilien mag und so gern ich hier bin, mein Herz schlägt in Jerusalem und auch bei meinen Brüdern dort. Wir telefonieren regelmäßig und wir hoffen alle, dass ich im September dann auch wirklich nach Hause kommen darf. Jetzt gehen wir was beten. So. Max ist quasi ein Mönchspraktikant. Nicht aufgenommen, aber derselbe Stress. Es ist noch nicht mal 8 Uhr, da steht schon der 2. Gottesdienst an. Und erst danach kann Max frühstücken gehen. Ja, nach dem Frühstück, was auch einen wichtigen Teil des Tages jetzt darstellt, geht's zum Unterricht. Jetzt warten wir noch auf Bruder Lukas und Bruder Immanuel, meine beiden Mitnovizen. Im Vormittagsunterricht steht an Liturgie, Mönchsgeschichte, Benediktsregel.
Max' Novizenmeister Pater Otto, der aus den USA kommt, hat schon viele Neulinge betreut. Auch viele, die aufgegeben haben. Und ich glaube, dass der Mönch fühlt sich nicht geliebt genug. Ja. Und so geht, ja. Man ist hier, ich habe eine Gemeinschaft eingetreten und ich erwarte von 80 Mönche geliebt zu sein. Und wenn ich kann nicht geliebt fühlen, ich sterbe, ich muss gehen. Max ist mit 27 deutlich jünger als die anderen. Warum will er so leben? Aber glaubst du, dass du eigentlich zu jung bist, eigentlich schon erst mit 27? Na, zu jung glaube ich nicht. Ich bin eines, also im Moment bin ich der Jüngste hier. Und die Frage, wie will ich leben? Wie will ich mein Leben gestalten? Das prägt, glaube ich, gerade jetzt unsere Zeit. So, die Mit-20er, wie möchte ich leben? Und das Schöne ist, Kloster kann man ausprobieren. Jetzt gehen wir einen Kaffee trinken, damit wir weiterhin dann auch bei der dritten Stunde wach sind. Klosterleben bedeutet Vollpension. Kochen muss Max hier nicht mehr. Spare Ribs gibt's heute. Genau. Und heute Abend Toast Hawaii. Das ist eines der beliebtesten Abendessen dann. Ne? Alles ist geplant und vorgegeben. Wie kommt Max damit klar? Dann ist es schon so wieder ein bisschen wie zu Hause bei Mama und Papa. Ne? Muss viel fragen. Ne? Ja, ich möchte mal übers Wochenende oder sowas oder mal Freunde treffen. Geht das? Das fällt mir persönlich ziemlich schwer. Deswegen habe ich früher gesagt, so mit 20, ne, das, also ich kann jetzt nicht ins Kloster gehen, bin gerade von zu Hause ausgezogen, das möchte ich jetzt gerade nicht. Wenn man schon so ganz selbstständig so sein eigener Lebensherr war, also das fällt mir manchmal schon schwer, da halt wieder so, ne, so ein bisschen in die Rolle des Kindes zu schlüpfen. Am Tisch macht Max Werbung für seinen morgigen Vortrag über Jerusalem. Viel mehr erzähle ich dann morgen noch, morgen Abend. Wenn du Zeit hast, herzliche Einladung. Und schon geht es weiter. Nochmal Unterricht, dann wieder aufs Zimmer. Lesezeit, eine halbe Stunde, vorgegeben. Und schon wieder Gottesdienst. St. Ottilien, ein Postkartenmotiv für Klosterliebhaber. Aber nicht Max' Traumziel. Wie sehr ihn das beschäftigt, zeigt er uns erst später. Nach dem Mittagsschlaf, den der heilige Benedikt schon in seiner Regel verordnet, geht's jetzt an die praktische Arbeit. Christi. Moin. Hast du schon angefangen? Bist du schon fertig? Ja, genau. Wunderbar. Bock steht da vorne mit Kisten. Perfekt. Für den Novizengarten liegt da eine große Schere. Wunderbar. Schubkarren und eine kleine Schere findest du vorne dann im Obstgarten. Ist schon vorne drin, alles klar. In der Anfangszeit war ich wirklich den ganzen Tag im Garten. Das war schon ein bisschen viel auch. Und jetzt haben wir vormittags Unterricht, Nachmittagsgarten. Das merke ich, das tut mir gut. Ich würde mir da mal so eine gute Mischung wünschen. Und dass ich halt mit dem, was ich so kann, halt auch irgendwo einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten kann. Max ist sehr religiös. Er hat Theologie studiert und wollte Priester werden. Ein Jahr in Israel brachte den Entschluss Kloster. Seine Familie kommt kaum hinterher. Sie unterstützen mich. Ich kann jetzt nicht sagen, dass sie es verstehen. Das kann ich auch nicht erwarten. Aber natürlich haben sie gehofft, Großeltern zu werden. Haben sie gehofft, Urgroßeltern zu werden. Also gerade meine Oma, zu der habe ich wirklich einen ganz besonderen Bezug. Ja, die hat angefangen zu weinen, als ich ihr erzählt habe, ich möchte Priester werden. Das war schon grenzwertig. Also Familie oder sowas schließe ich auch nicht aus. Im Gegenteil, ich wollte immer Familie haben und wollte eigentlich erstmal gar nicht Priester werden oder was. Ich gemerkt habe, ja, nee, also da klappt es ja mit der Familie nicht. Aber habe trotzdem gemerkt, diese Art und Weise zu leben, diese Gottesbeziehung in die Mitte meines Lebens zu stellen, die auf diese Art und Weise zu pflegen, wie wir es hier pflegen, das zieht mich irgendwie an. Aber es ist eben auch ein Leben mit vielen Einschränkungen und Regeln. Bringst du mir einen Blumenstrauß mit? Das ist aber lieb. Na, ich möchte genau dahin. Warum nimmt er das alles in Kauf? Wir sind nicht die Ersten, für die das nur schwer zu verstehen ist.
Und was ist ein roter Knopf? Mit was kommst du schwer klar? Mit was ich ganz schwer klarkomme? Also ein roter Punkt bei mir ist wirklich, wenn ich mit so Sachen konfrontiert werde, ja, ihr dürft in der Kirche dann nichts mehr. Ihr dürft im Kloster ja nichts mehr. Ihr seid ja dann weggesperrt. Ihr dürft das nichts mehr, ihr dürft das nicht mehr, das, das, das und das. Ja, und Sex dürft ihr sowieso keinen haben. Und wir werden dann so ein bisschen wie Aliens hingestellt. Es ist nicht verrückter, in ein Kloster einzutreten, als heute zu heiraten. Die Einschränkungen sind die gleichen. Das ist den Leuten nur nicht bewusst, weil da sagt es keiner, weil das ist scheinbar normal. Ne, aber wenn ich jetzt heirate, dann lasse ich mich auf einen Menschen ein. Da kann ich jetzt auch nicht einfach plötzlich machen, was ich will. Selbstbestimmte Sexualität ist so ein Riesenthema für unsere Generation und so ein Riesenkritikpunkt an der Kirche. Aber darüber reden wir gleich nochmal. Siehst ja auch anders aus als die anderen, oder? Ja. Also man merkt, das ist alles ein bisschen kürzer als bei den anderen. Beziehungsweise man hat so den Eindruck, da fehlt irgendwie die Hälfte, hat jemand abgeschnitten. Ich assoziiere damit so einen halben Mönch. Und jetzt so in dieser ersten Phase bekommt man eben dann schon ein Kleidungsstück, was in gewisser Weise schon diese erste Zugehörigkeit dann anzeigt. Und das ist bei uns in Jerusalem dieser Kurzhabit. Also das ist eigentlich das, womit man so in die Stadt geht. Da hat man mehr Beinfreiheit und das Autofahren fällt auch ein bisschen leichter als mit dem langen, wallenden. Ich freue mich jetzt aber natürlich auch zum Noviziatsbeginn, bekomme ich dann den ganzen Habit, wie eben auch alle anderen Mönche hier. Und gleichzeitig ist das Gewand dann, also das lange dann, mit dem wir auch beerdigt werden. Also im Grunde tragen wir auch unser Totenkleid. Mit 27 das Totenkleid anziehen? Kein Sex? Keine Familie? Darauf kommen viele heute nicht klar. Max offenbar schon. Wir sind erstaunt, wie ehrlich er damit umgeht. Beziehungen hattest du auch mal. Das ist wahrscheinlich auch ein Vorwurf, der oft kommt, oder? Von wegen, der geht ins Kloster, weil er niemanden abbekommt. So nach Genau. Also geht ins Kloster, weil du keine Freundin abbekommen hast. Das ist die denkbar schlechteste Motivation, in ein Kloster einzutreten, weil du bist einfach nur frustriert. Wenn ich eine Beziehung führe, dann schlafe ich jetzt auch nicht mit jeder x-beliebigen, weil sie mir jetzt gerade gefällt, sondern da lasse ich mich auf einen Menschen ein. Und bei uns ist das eben dann jetzt gerade nicht ein Mensch, sondern eine Gemeinschaft, ein Kloster. Aber sagt da nicht jeder von außerhalb, für Liebe ist doch Kloster der denkbar schlechteste Ort? Ja, genau, weil man da ein ganz falsches Bild davon hat. Also mit Liebe wird erstmal sofort Sexualität in Verbindung gebracht und mit Sexualität eigentlich nur der Geschlechtsverkehr. Wobei Sexualität einen viel weiteren Begriff hat. Also ich lege meine Sexualität an der Klosterpforte nicht ab. Ich bin ein Mann, ich bleibe ein Mann, werde es auch den Rest meines Lebens bleiben, Gott sei Dank. Und muss mich mit meiner Sexualität auch auseinandersetzen. Also ist ganz klar, ne? Also Sex geht halt nicht, klar. Weil das einfach nicht in diesen Rahmen reinpasst. Aber keiner verbietet mir, dass man auch mich mal, wenn einfach alles richtig scheiße ist, in den Arm nimmt. Und man da Nähe auch spüren darf. Also das ist für mich was Essentielles, was auch der Mensch braucht. Da ist jeder ein anderer Typ dafür, aber also ich brauche das schon. Am Abend noch zweimal Gottesdienst. Gegen 8:30 ist der Tag im Kloster vorbei. Nur heute nicht. Max erzählt seinen Mitbrüdern von seinem Traum. Da, wo er in 4 Wochen sein will. Hier sehen wir jetzt die Dormitio-Basilika, mein zukünftiges Kloster und auch neben der Grabeskirche mein geistlicher Mittelpunkt und mein Sehnsuchtsort schlechthin. Max lebte während seines Studiums bereits 1 Jahr in Jerusalem. Und jetzt vielleicht noch ein Schmankerl. Der Blick aus meinem Zimmer in Jerusalem ist dieser hier. Das ist der Sonnenaufgang über dem Ölberg. Und dieses Gebäude mit der Kuppel, das man da sieht, ist der Saal des letzten Abendmahls.
Regelmäßig besuchte er das dortige Benediktinerkloster, auch weil er Heimweh hatte. Es passte einfach. Also der repräsentiert Jerusalem, weil also Antike trifft auf Moderne. Ist er immer da? Ja, oft. Also nicht immer, jeden Tag ist er nicht da. Es gibt auch einen Jesus aus Frankfurt, der ist jeden Tag in der Grabeskirche. Also der... Ich denke, du hast doch Talent als ein Prediger. Ich sehe Hoffnung für dich. Ja, Gott sei Dank ist noch nicht alles verloren, oder? Sehnsucht nach Jerusalem ist größer geworden? Ja, schon. Also das ist, wenn man dann davon erzählt und die Bilder sieht. Und ja, da kommen die ganzen Erinnerungen wieder hoch, auch die ganzen Düfte. Ne? Wie fühlt sich das an? Also das ist dann nicht nur ein Bild, sondern das ist wirklich... verknüpft mit einer ganzen Erfahrung. Es gibt im Judentum einen ganz schönen Gruß, das heißt nächstes Jahr in Jerusalem. Und das würde ich mir von Herzen wünschen. Die Zahl der neu nachgewiesenen Corona-Infektionen in Israel steigt weiter an. Fast 2000 Menschen wurden dort vor zwei Tagen positiv auf Covid-19 getestet. 2000 Neuinfektionen in einem Land, das so groß ist wie Hessen. Und Kopf hoch und sowieso marschieren. Du hast gut auf den Kasper Acht gegeben, gell? Sehr gut. Alles Gute für uns. Vierte. Heute ist Max letzter Tag in St. Ottilien. Der Kasper, unser Gummihuhn. Er hat ein knallrotes Gummihuhn mit diesem Gummihuhn. Ach komm, ja. Schon die ersten Verabschiedungen. Ja, das war jetzt auch schon. Den Tag so. Das geht den ganzen Tag schon so. Das seit heute Morgen. Wann bist du noch da? Wie lange bist du noch da? Also nach dem Mittagessen, da war so die offizielle Verabschiedung im Konvent. Eben dann noch mit Abt und Bier. Und das ist das ja nicht auszuhalten. Ja. Mach eine Dinge. Ne? Doch Max muss immer noch warten. Das Visum ist nicht genehmigt. Er fährt trotzdem nach Hause, um sich zu verabschieden. Wird er vielleicht komplett umplanen müssen? Sein Vater und seine Stiefmutter holen ihn erstmal ab. Wenn Sie Ihren Sohn so sehen, hätten Sie sich das jemals vorstellen können? Ja, das ist zuerst schon mal ein bisschen Überraschung gewesen. Aber er hat zuerst was anderes vorgehabt. Und dann hat sich das ein bisschen anders rauskristallisiert. Dann wollte er Pfarrer werden. Aber da hat er sich dann auch noch mal umentschieden. Wie gesagt, da musst du erst einmal fertig werden als Vater, sag ich jetzt einmal. Das Thema Kloster oder Kirche, Gott, da geht er auf, da ist er glücklich. Und solange er glücklich ist, ist mir glücklich. Alles andere wäre fatal. Vor der Abfahrt noch ein letzter Gottesdienst. Mit einem besonderen musikalischen Abschiedsgruß für Bruder Max. Beim Einzug, ja, es gab eine kleine Anspielung auf meinen kleinen Kurzhabit hier, weil viele Leute gefragt haben, hey, wer ist denn dieser Sandmann da? Sieht er aus wie so ein Männlein im Walde? Und deswegen, wir dachten so zum Auszug bei der letzten Vesper, wir brauchen auch mal was zu lachen, Gott mag's lustig. Also gab es eine Variation über ein Männlein steht im Walde. Sehr zur Erheiterung aller, was den Abschied auch ein bisschen leichter macht, wenn man mit einem Lächeln geht. Ein Männlein steht im Walde. Zu. Oh. Danke dir für alles. Mach's gut. Mach's gut, Immanuel. Ja. Haltet die Stellung. Ja, wir geben uns ein bisschen. Ärgert den Otto ein bisschen? Ja. Jetzt zeigt man's. Ciao. Servus. Hallo, Oma, grüß dich. Ja, grüß dich. Grüß dich. Ja, endlich. Jetzt kommen wir. Der Horm. So. Maxi, hallo. Grüß dich. Servus. Servus. So. Ihr habt es hergerichtet. Das ist ein Empfang. Schön. Er sagt, ich war jetzt schon einmal. Wir freuen uns, dass er wieder da ist, gell? Aber es ist wahrscheinlich nur kurze Zeit, gell? Bis er wieder weggeht. Aber
Es ist halt, das war natürlich nicht unser Traum, dass er nach Jerusalem geht. Max ist bei seinen Großeltern aufgewachsen. Seine Oma hofft, dass er sich Israel vielleicht noch aus dem Kopf schlägt. Und jetzt vielleicht irgendwie wird, wo es nicht sei, weil er nicht runterkommt durch das Corona, dass ich sage, weil vielleicht macht das ein Schicksal. In wenigen Tagen wird die Entscheidung fallen, ob er nach Jerusalem fliegen kann oder nicht. Israels Premier Netanyahu sieht sein Land am Rande eines Abgrundes. Deshalb müssten nun schwierige Entscheidungen getroffen werden. Ab Freitag darf nur noch 6.000 Polizisten und 1.000 Soldaten sollen den Lockdown überwachen. Dann dieses Video. Max ist nicht in Jerusalem, sondern im Harz. Die Entscheidung über seine Weiterreise nach Israel steht fest. Servus, grüß euch und einen herzlichen Gruß von der Hüßburg. Wir haben uns jetzt hier in den vergangenen beiden Tagen intensiv beraten. Fakt ist, dass wir derzeit nicht nach Jerusalem einreisen können. Die Visaanträge sind gestellt, werden im Augenblick aber nicht bearbeitet. Und so werden wir unser Noviziat in nun gut 3 Wochen hier auf der Hüßburg, die Hüßburg liegt bei Halberstadt, im Harz beginnen. Der Wunsch vom Klosterleben in Israel ist wieder geplatzt. Auf der Hüßburg, einem Kloster im Harz, wird er als Mönch beginnen. 3 Wochen später, Ende August. Übermorgen fährt Max auf die Hüßburg. Wieder ein Aufbruch, wieder ein Abschied. Und es ist schon schön, wieder nach Hause zu kommen, die alten Leute wieder zu treffen, zur Feuerwehr zu gehen. Und dann merkt man halt dann doch, was man da so alles hinter sich lässt. Und im Idealfall komme ich ja dann so 1 bis 2 Mal im Jahr nach Hause, eher einmal. Und da verändert sich natürlich schon viel. Und eine Angst, die da mitspielt, ist natürlich irgendwo dann mal den Anschluss zu verlieren. Das ist noch ein richtig, richtig schönes Buch. Andersrum. Das kommt immer mit. Das sind, haben wir Freunde gemacht. Maxis Memories an der Horn. Und da haben so ziemlich wirklich alle Leute da aus der Feuerwehr etc. haben da unterschrieben und was Schönes reingeschrieben. Wenn ich dann Heimweh habe, dann blätter ich das gerne durch. Das sind wirklich schöne Sachen, schöne Erinnerungen. Ja. Und jetzt rückt der Abschied halt näher, ne? Noch 2 Tage. Ja. Aber ich komme immer wieder heim, gell? Dass das wirst. Dass er ja immer wieder kommt. Ja, freilich. So schnell wird es mir nicht los. Das wollen wir auch gar nicht. Ja, ja. Ich muss hier wieder ein bisschen Chaos machen. Ja, genau. Ein bisschen einen frischen Wind einbringen. Ja, genau. Max muss sich verabschieden. Erstmal auch von seinem Traum, von Israel. Das habe ich gelernt. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, mein Auge ist ein bisschen demoliert. Das habe ich bei der Feuerwehr vor über 10 Jahren verloren. Und da hieß es am Anfang auch, bei jeder Operation, ja, nee, du musst hoffen und das wird wieder und beim nächsten Mal. Und dann liegt man auf dem OP-Tisch und geht danach zur Nachsorge und dann heißt es, ja, nee, hat wieder nicht geklappt. Weil man das so 5, 6, 7 Mal macht und jedes Mal in so ein Loch reinfällt, dann so, nee, also das geht nicht. Das kann ich mir nicht antun, das kann ich meiner Familie auch nicht antun. Wo ich mir dann irgendwann gedacht habe, naja, also wenn es klappt, dann klappt es jetzt. Und wenn nicht, mei, dann nicht. Am Anfang wollten wir wissen, warum einer wie er Mönch werden will. Jetzt haben wir miterlebt, wie Lebensträume dieses Jahr einfach zerplatzen. Aber wahrscheinlich würde Max sagen, dass es so in Ordnung ist. Der heilige Benedikt schreibt in seiner Regel auch, ne, man prüfe den Kandidaten, ob er es wirklich ernst meint. Man mache nicht sofort die Tür auf und sagt, ne, komm, alles kein Problem. Sondern nur wer beharrlich bleibt, der soll auch eingelassen werden. Und das ist jetzt schon so eine Erprobung. Und zwischendrin denkt man sich wirklich, komm, also nee, ich habe keinen Bock mehr. Aber ich merke doch, nee, also das ist der Weg, auf dem ich im Moment gehe. Und den muss ich jetzt auch weitergehen. Tracks are all in.
Ein paar Tage später meldet Israel neue Spitzenwerte an Corona-Infektionen.